Jo, und hallo und herzlich willkommen. Ich will ein bisschen weiter weggehen. Ich war letztes Mal ein bisschen übersteuert, bin ich der Meinung. Ich war ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja, wir sind hier wieder bei Timo. Timo Bruzzino. Und, aber muss ich rumwandern? So sieht er jetzt aus. Also, ja. Na, hier wachsen sie immer nur stoßweise, sie wachsen hier nicht langsam und allmählich. Das wäre schöner. Ich hoffe, das berücksichtigen sie bei die Sims 5, wenn das nochmal kommen sollte. Und ein bisschen mehr persönliche Gesichtszüge und so. Die sehen immer so ein bisschen wie Plastik aus. Und ja, die Grinsen und Lachen sieht auch ein bisschen echt gruselig aus. So, alles klar. Wir starten. Timo hat vorerst mal Hunger. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe länger Pause gemacht. Und wie ihr das seht, ich weiß gar nicht, zu wann das kommt. Wahrscheinlich erst zur Weihnachtszeit, keine Ahnung. Müsste ich eigentlich schon so ein bisschen mit Weihnachtsdeko anfangen. Wie viel Geld haben wir? Wir haben leider kein Geld. Schade. Geht leider nicht so viel. Wie sieht es mit seinen Hausaufgaben aus? Hat er die fertig? Er ist gerade mit seinen Hausaufgaben hier. Ich muss aber wieder reinkommen. Lisa. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal telefonieren. Wie war das mit den Hausaufgaben? Wo finde ich die? Oh, keine Hausaufgaben auf. Gut, schon Hausaufgaben. Ist doch da. Achso, ist fertig. Braucht er nicht. Alles klar. Mal nichts machen. Ich finde die Texturen von den Klamotten, das hat sich schon deutlich verbessert. Also die Standard, die es so im Store gibt und so, die sehen alle ein bisschen ja, aufgemalt aus. Ich bin aber, wo ist er jetzt? Ach, der ist zur Schule. Er ist jetzt zur Schule, okay. Ja, die man dann, okay. Ui. Na. Okay, das ist verstörend. Die hat er gar nichts in der Hand. Es wäre vielleicht schön, wenn sie das anziehen würde. Die läuft ja halbnackt rum. Hat sie denn überhaupt Arbeit? Nicht, dass sie schon wieder Job verloren hat, weil sie nicht hingegangen ist. Ich muss immer auf sie umschalten. Hat ja Taschen voller Kram. Okay. Wie sieht es mit der Arbeit aus? Wann muss er? Reale Stimmung, okay. Hat sie keinen Termin? Muss sie nicht arbeiten? Hunger hat sie. Ja, kann ich ja sehen, wann sie einen Termin hat hier. Hier doch, den Fisch. So, doch, 2 Tage bis zur Arbeit. Ach, die hat frei. Das ist natürlich schlecht, dass mit der Geld in der Zeit. Macht sie? Hat sie kocht Essen. Okay. Ach, vielleicht einfach mal schön, wenn sie was anziehen würde. Ich glaube, ich animiere sie mal dazu, sich was anzuziehen. Ah, naja, erstmal kocht sie. Was soll das sein? Okay, sieht gesund aus. Mal guten Appetit. Ja, wir beschleunigen das mal, ne? Weil erster Linie geht es ja um Team. Er ist auch glücklich. Okay. Ausgezeichnet. Kommt die Haushälterin? Ah, das ist kaputt gegangen. Ich höre es schon. Oder? Nee, doch nicht. Alles klar. Habe ich verhört. Ah, das hat Geld gekostet. So. Hey, keine Rechnung drin, Moment. Das beruhigt mich ungemein. Wo bleibt er denn? Wie lange hat er denn Schule? Was ist er unwohl? Warum ist er unwohl?
Batterie ist leer. Und nicht zu Hause. Bis 15 Uhr hat er Schule. Da hat er noch ein Stündchen. Ja, gucken wir mal, was sein Problem ist. Ziemlich geschlafen. Ist ein gewissermaßen Akku. So. Er ist schlafen gegangen. Ach, da ist ein Problem. Okay. Wir lassen sie mal reparieren, wir haben kein Geld. Reparieren. Er schläft, oh Gott. Hoch. Ah ja. Lassen wir mal ausschlafen ein bisschen. Was für einen Tag haben wir denn? Wir müssen bis zur Schule. Ja, vor, dass er keine Windeln mehr braucht. So, er hat Hausaufgaben zu machen. Noch Hausaufgaben jetzt machen. Hausaufgaben machen. Träum von Bike, okay. Macht das da jetzt so, okay. Schleunigen wir mal. Also ganz fertig? Üben. Oder Hunger? Ach, da muss alles. Alles schlecht. Aber ich wollte jetzt ein bisschen Spaß geben. Vielleicht nicht so gut gerade. Beschleunigen wir auch mal. Weil da hat er Spaß dran. Die alle sich mal was anziehen. Weg. Geh weg. Dass die Frau sich mal im Vordergrund stellen muss. Oh, ich hoffe, wir hören mal irgendwann vernünftige Musik. Hast du jetzt hier nicht mal was angezogen? Na super. Na, ja, schön Hände waschen. Oh. Wegwerfen. Aufwischen. Oh, es klingt langsam nach Musik. Vorbeikommen und abhängen. In Ordnung. Ja, klar, ist okay. Hang map. Was ist das kostet? Marva, ich bin. Komm her, mach sauber. So klang es. Oh, ist total müde. Hunger hat er auch. Ich muss erstmal den Dreck wegmachen, was die Mutter da liegen lassen hat. Aber aufgewischt hat sie wenigstens. Kann er was essen danach. Okay. Ein Gericht nehmen. Warte mal.
toll, tiefrot. Der ist fertig. Oh. Roy Bane. Was? Hat er vom Pupskissen? Ja, versteht auch jetzt gerade nicht, was das Thema soll. Ja, das ist von stinkenden Schuhen. Er stinkt nicht. Das bist du, vielleicht solltest du mal duschen. So eine Pflegemutter macht das Essen Spaß. Nasse Socken, hast du? So. Dann machen wir hier schön brav hier Zähne putzen, Hände waschen, das Wasser in den Zähne putzen, so. Und ins Bett. Schlafen. Okay. Oh, spült auch hier gleich das Geschirr, okay. Und dann isst du weiter, oder wie? Ja, na super, da hast du ja richtig was gebracht. Du bist satt. Kannst das wegpacken. Aber jetzt sind wir mal nicht so pingelig, ja? Was hast du denn in die Tasche getan? Oh Mann. Naja, es geht erstmal schlafen. Gute Nacht. Er muss aufstehen. Ja! Er ist aufgewacht. Oh. Ist auch gleich angezogen. Okay, das heißt, der Bus fährt auch jetzt. Alles klar. Und ich denke, ich mache die Unterbrechung immer dann, wenn er zum Bus geht. Weil dann haben wir eh nichts mehr zu tun. Oh. Und ciao. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Und mal gucken wir, in welcher Stimmung er dann von der Schule kommt. Alles klar. Habt euch wohl, bis demnächst.